Hallo Freunde des Fallen des Whisky-Genusses. Ich begrüße euch, hier ist Ansgar, euer Whisky-Beginner. Und heute steht auf meiner Seekiste ein deutscher Whisky. Und zwar der Whisky Number 4 oder Nummer 4, ein schwäbischer Whisky, abgefüllt mit 42 Volumenprozent. Und in diesem Fall handelt es sich um einen vierjährigen Queen Whisky, der aus ungemälzten Weizen hergestellt wurde, von der Rieger und Hofmeister Distillerie aus Fellbach. Ja, ungemälzter Weizen Queen Whisky. Diese Abfüllung lag für 3 Jahre in Wein-Barrique-Fässern aus der Region, aus der örtlichen Region. Was da für den Wein jetzt speziell drin lag, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und erhielt anschließend 1 Jahr lang einen Finish in Sherry-Fässern. Ja, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Queen Whisky. Ich kenne Queen hauptsächlich aus Blended Whisky, wo er ja ein integraler Bestandteil ist. Und Single Queen Whisky habe ich selber einmal erst getrunken. Das war ein alter, 22, 23 Jahre alter Queen Whisky. Gab es mal in so einer Box, habe ich mal so Weihnachten geschenkt bekommen, mit verschiedenen Whiskys. Und da war da der älteste. Und aus dieser Box hatte mir dieser Queen Whisky tatsächlich am besten gefallen gehabt, weil er echt ausgewogen, rund und abgelagert war. Ist aber schon ewig her und ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was das für einer war. Jetzt kriege ich hier diese Flasche nicht auf. Das ist mir ja in der Form noch nie passiert. Ich hole mir mal ein Messerchen. Da bin ich wieder. Ja, diesen Whisky hat mir ein Kumpel mitgebracht, der Mike aus dem Urlaub. Die waren in Stuttgart gewesen und haben sich diese Distille angeguckt. Und da haben sie gleich an mich gedacht. An dieser Stelle schönen Dank an Mike und Susi. Ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, deutschen Whisky habe ich jetzt auch noch nicht so die Erfahrung. Ich habe jetzt 2, 3, 4 verschiedene deutsche Whiskys getrunken. Ein Video hochgeladen habe ich jetzt 2. Also ein lustiger Korken hier mit Schraubgewinde. Man sagt ja allgemein deutschen Whisky nach, von der Tradition her, dass das so sehr eigentlich an Obstler erinnert. Die deutschen Whiskys, die ich bis jetzt getrunken habe, waren okay. Ich finde die teilweise ziemlich teuer. Am besten gefallen hat mir der Glenels. Und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, der war super. Und der Glenels ist ja doch eher der in schottische Richtung geht. Ne? Der Lözer Whisky, der Linkwood, oder Link, Westlink, besser gesagt, Linkwood, Quatsch. Der Westlink, den fand ich auch ganz gut für 3 Jahre. Na? Und den Nine Springs, naja, okay, aber jetzt nicht bahnbrechend. Oha. Einen ganz eigenen Geruch. Sehr nach Getreide, Zeralien, Müsli. Süß, keine Bitterkeit, der Sherry ist spürbar,
Aber neben den Sherry bzw. hinter den Sherry kommt so eine eigenwillige Getreidenote. Das kann Weizen sein. Auf Märkten koche ich öfter Getreidegrütze und nehme dafür in erster Linie diesen Weizen hier von Epli. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Gibt es einen Kochbeutel, nehme ich nicht. Gibt es aber auch so eine Verpackung und macht da so ein bisschen Dinkel denn noch rein. Aber hauptsächlich diesen Epli Weizen. Und den so gekocht mit ein bisschen Milch, Möhren, Apfel drin und Zwiebeln und ein bisschen Speck. Erinnert mich dieser Whisky daran. Außer den Speck. Speck habe ich hier nicht, kein Rauch. Aber ansonsten erinnert mich stark an diese Getreidegrütze, die ich koche. Sherry wird deutlicher spürbar. Man bekommt so eine leichte Fruchtigkeit, die sich aber hinter diesen Weizen, diese Getreidesüße, diese Malzsüße, nee, Malz ist es nicht, diese Getreidesüße versteckt. Und jetzt erinnert er mich in der Nase so ein bisschen auch an Obstler. Ich weiß nicht, was die für Brennblasen benutzen. Ich weiß von dem Portfolio her, dass die auch viele Obstbrände haben. Und gehe ich mal stark davon aus, dass die Obstbrennblasen haben. Ne? Und ja, es sind nämlich ein Obstler, der einen Cherry-Fass-Finish bekommen hat. Ein eigenwilliger, recht schwerer Geruch. Spannend hierbei ist, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Barriques, die Weinbarriques sind, die sie jetzt aus der örtlichen Produktion haben. Also er wirkt nicht, in der Nase wirkt er nicht jung. Ne, er wirkt schon durchaus gesetzt und reif. Also ist kein junger, kein wilder, kein stürmischer. Ne? Sherry wird ein bisschen dominanter. Der Obstcharakter geht zurück. Und jetzt habe ich das erste Mal so eine Queen-Note drin, ne? So eine Getreidenote. Also, was mich an Queen Whisky erinnert. Ja, also er wirkt deutlich älter. Blind Tasting hätte ich gestutzt, was mir da eingegossen wurde. Hätte erst überlegt, ist das Whisky. Ein Cherry, der wäre erahnbar gewesen, aber ich hätte ihn jetzt nicht auf 4 Jahre getippt. Mit Sicherheit nicht. 10, 12 Jahre hätte ich ihm gegeben. Jetzt von der Nase her nur, ne? Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn auf Whisky gekommen wäre. In dem Sinne, zu Lunch. Was soll ich sagen? Also Sherry ist da. In der Nase, habe ich gesagt, hätte ich ihn für deutlich älter getippt. In der Nase habe ich auch nicht unbedingt jetzt eine Bitterkeit. Da habe ich bloß einen eigentümlichen Getreidenote. Im Mund ist er bitter. Im Mund ist er jung. Sehr jung. Also am Gaumen spüre ich, dass er 4 Jahre alt ist. Hat eine Vielnote, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber es geht jetzt nicht in Lösungsmittel rein. Das nicht, also ist kein Bourbon. Aber so ein bisschen so der. Naja, doch.
ein Mund oder so ein bisschen Lösungsmittel. Da ich keine Erfahrung habe mit Green Whiskys, hätte ich vielleicht beim Blind Tasting auf den Bourbon getippt. Ja. Er ist stark am Bourbon. Da kann auch alles mögliche an Getreide drin sein, muss ja plus 51% Mais sein. Also ist nach langer Zeit wieder ein Whisky, wo ich Probleme habe, den auszutrinken. Also der schmeckt mir wirklich nicht. Tut mir leid, Mike. Da waren noch zwei andere bei, ein Royal Whisky und ein Single Malt. Auf die bin ich gespannt. Aber diese Sherry Fass Finish ist... Nee, tut mir leid. Ist nicht meins. Preislich gehen die, muss ich sagen, für deutschen Whisky. 30 Euro, glaube ich, der halbe Liter schicken sie zu. Kann man direkt bei der Distille bestellen. Ich schreibe es euch rein, wie ihr an den Rand kommt. Nee, tut mir leid, das ist nicht meine. Schmeckt mir tatsächlich nicht. Ich finde, das ist ein schön. Farbe hat er auch gut. Also ich versuche immer, was Positives abzugewinnen. Ne? Manchmal ist das Positive, dass es ein Destillat ist, eine Spirituose, die Geschmack hat. Damit hebt sie sich schon mal von Spirituosen ab, die keinen Geschmack haben. Ja? Oder kaum einen Geschmack, so wie Wodka oder sowas. Ne? Ja, ich hatte vor einiger Zeit ein Blind Tasting gehabt. Von Joshua vom Made with Whisky und mehr. Da hatte ich einen zweiten Blind Tasting, einen 18-jährigen Loch Lomond gehabt. In die Richtung geht er. Nur, dass der hier einen Sherry-Finish hat. Der Loch Lomond, der hat auch so eine eigenwillige Note gehabt, so eine Gemüsenote. Ne? Und diese Getreidenote, die ich jetzt bei diesem hier habe, erinnert mich so stark. Es ist nicht Gemüse, es ist aber was ganz Eigenes. Und jetzt habe ich eine massive Bitterkeit im Mund. Also so eine Queen-Bitterkeit, die ich so bei sehr ausgelutschten billigen Blended Whiskys habe. Ja, ich werde nachher erstmal nach diesem Video einen großen Schluck Wasser trinken. Also, nee, es ist jetzt unangenehm. Klar, es ist ausgetrunken, ist okay. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Rest mache. Vielleicht machen wir ja mal einen Scherz und schickt den als Blind Tasting an diverse YouTuber. Ja? Jason, Whisky aus Sicht eines Amerikaners, ist ja eigentlich der in Deutschland, der am meisten, so nach dem, was ich verfolge, am meisten deutschen Whisky probiert hat. Ja, aber eigentlich mag ich Jason und möchte ihn den nicht anbieten. Naja, in dem Sinne. Über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo würde ich mich freuen. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ich für euch auf meiner Seekiste einen Whisky probiere. Er kann ja nicht mehr schmecken. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.